Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video, diesmal heute zum Spiel Farm Together 2. Ja, viel haben wir nicht, aber das, was wir haben, ist schon recht wichtig, zumindest die ein oder andere Sache. Deswegen wollte ich mir das zumindest nicht entgehen lassen, euch das Folgende vorzustellen. Erst einmal muss ich nochmal was loswerden, und zwar... Bei den Seerosen haben wir ja gesagt, dass die, diese helle Variante, dass da keine Rosen kommen. Das stimmt tatsächlich, aber nicht ganz so, wie wir es gesagt haben. Und zwar bei den vier Kacheln hier, da hatten wir ja keine Rosen. Und obwohl wir nur zwei von den dunklen Varianten hier gemacht haben, hatten wir da ja Rosen drin. Bei den hellen ist es so, als ich eine fünfte Kachel dazu gemacht hatte, da fing es an, dass da tatsächlich Rosen mit dazu kamen. Also es war in der Tat kein Bug, sondern das waren tatsächlich die Seerosen, die ja ein bisschen versteckter waren, sage ich jetzt mal. Deswegen, wenn ihr das Ganze machen wollt, müsst ihr mindestens fünf von diesen Kacheln hier machen, damit ihr auch Rosen drin habt. Die andere Sache, die ich angeschnitten hatte im letzten Video, war ja das Silo. Und zwar war das ein bisschen sehr seltsam, weil wir haben ja einen Ertrag von, wie man hier sieht, 25 Edelsteine und 25 Weizen gehabt. Und man musste aber gleichzeitig 25 Weizen aufwenden, um das überhaupt zu bekommen. Zumindest stand es hier so drin. Das war tatsächlich ein Bug, allerdings wohl kein Bug, haben die Entwickler gesagt, im Sinne von, dass etwas falsch läuft, sondern es war ein Anzeigebug. Also es wurde einfach nur falsch angezeigt, dass man die 25 Weizen ja erstmal investieren muss. Aber wenn man draufgeklickt hat, hat man auf jeden Fall, so wie es hier auch drin steht und jetzt auch richtig drin steht, alles erhalten, was man erhalten sollte. Sprich 25 Edelsteine und 25 Weizen. Dann eine neue Sache, und das ist eine der größeren Sachen, sage ich jetzt mal, in dem heutigen Update, ist die Saftpresse. Die findet ihr auch unter den Gebäuden ganz normal, kostet euch 15 Medaillen, gibt nebenbei pro Saftpresse 75 XP. Ihr müsst 45 Minuten warten, bis das Ganze einmal durchgelaufen ist, und die Saftpresse wandelt Zitronen, und zwar jeweils 20 Zitronen, zu einem Saft um. Nebenbei erhaltet ihr dann nochmal 25 Edelsteine und bekommt auch 25 XP für jede Umwandlung. So sieht das Ganze dann aus. Ich meine, optisch kann man sich ja, denke ich mal, nicht beklagen. Ich finde es immer ziemlich cool, was man da so präsentiert bekommt. Und ja, 160 Zitronen passen insgesamt rein. Sie liegen dann ein bisschen groß wie Bälle hier oben drauf, und dementsprechend viele Runden, sage ich jetzt mal, kann man dann auch rausbekommen. Ihr seht auch unten links, da stehen jetzt 8 Zitronen drin. Ist schon ein Unterschied zu dem, was jetzt gerade hier reingemacht worden ist. Aber es sind im Prinzip 8 Durchläufe, soll es heißen. Und dementsprechend bekommt man dann auch 8-mal Saft wieder heraus, wenn man einmal komplett das Gerät voll gehabt hat. Also alles natürlich auf Stufe 1. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das eventuell noch hochlevelt. Dann, wir haben ja gerade Nacht. Ihr seht diesen wunderschönen Schmetterling, der hier über mich drüber fliegt. Der wurde ja eingeführt, ich mache es mal ein bisschen weiter, damit man endlich mal was sehen kann, wenn man nachts arbeitet. Weil die meisten haben halt keine Beleuchtung drin. Ich habe es zum Beispiel auch nur hier. Also auf dieser Farm jetzt hier, wenn man hier jetzt drüber geht, aber wenn man jetzt hier so auf die Felder geht, das ist ja Blödsinn, welches Feld ist in der Realität schon beleuchtet. Und dementsprechend, ja, brauchen wir dann natürlich auch ein bisschen Licht. Im Moment geht es noch, aber ich glaube, das ist dem Schmetterling geschuldet. Ihr seht schon, wenn es weiter nach hinten, wenn man weiter weg guckt, dann ist es sehr, sehr dunkel. Und bevor man den Schmetterling eingeführt hat, ich glaube vor 3, 4 Updates oder so war das, war es wirklich richtig, richtig dunkel. Also ungefähr so wie da hinten, wo wir jetzt gerade noch gucken können. Und das war halt schon sehr nervig. Deswegen bin ich sehr, sehr froh über diesen wunderschönen Schmetterling. Und dazu gibt es noch eine kleine Änderung. Und zwar, wenn ihr komplett rausgeht aus eurer Farm und hier im Menü seid, dann geht ihr auf Personalisiere. Und da seht ihr, es gibt jetzt einen neuen Button, und der heißt Ferry.
Es ist ein Schmetterling, aber es wird hier quasi als Fee betitelt. Da könnt ihr dann aussuchen, welche Schmetterlingsvariante ihr haben wollt. Zusätzlich gibt es da noch mal zwei Varianten in der Farbe, also einmal orange und blau hier bei dem einen. Und hier gibt es den auch so, ja, orange-rot, sage ich jetzt mal, oder diesen lilan, den wir jetzt die ganze Zeit schon bei mir gesehen haben. Dazu möchte ich euch noch kurz was sagen, weil die Farmhelfer sind ja beim letzten Update gekommen. Natürlich könnt ihr diese auch wieder einstellen. Es gibt noch nicht so viele Varianten, aber ich glaube, es werden übrigens, ja genau, da bin ich mir sicher, es werden immer verschiedene hier angezeigt als Beispiel, wenn man reinkommt. Eben hatte ich eine dunkelhäutige ohne Brille nämlich drin und ich glaube auch ohne Käppi. Es gibt drei Varianten von dem, was wir standardmäßig quasi drin haben. Ich glaube, diese Farbe ist standardmäßig drin. Dann gibt es noch diese Farbe hier. Und es gibt noch diese Farbe. Und so wie ich sie jetzt gerade eingestellt habe, es gibt dann auch noch das gleiche mit der Schürze. Die anderen, die sehen da so ein bisschen cowboymäßig aus. Davon gibt es dann insgesamt vier Varianten. Und zwar einmal so ein bisschen gelblich mit dem Törtchen drauf. Grün und braun und weiß und gelb. Und dieses Blau und ja, ich sag mal Orange. Oder halt die Variante, die ich eben schon drin hatte, mit ja, ich sag mal rosa, lila, grob. Und die letzte Sache, die ich noch eben ergänzen möchte. In der letzten Folge, also in der letzten Update-Folge, da haben wir ja das Problem gehabt, dass hier links und rechts das gleiche stand. Also stand jeweils eine Medaille und ich glaube immer plus 4% dazu. In diesem Fall ist es allerdings so, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug war und der jetzt korrigiert worden ist oder ob das jetzt schon von Anfang an so gewesen ist und mir das einfach nur noch nicht aufgefallen ist zwischendurch. Aber mittlerweile ist es so, dass das unterschiedliche Höhen sind von den Medaillen. Und zwar liegt das daran, dass jetzt hier genug runtergegangen ist. Das heißt, wir können jetzt hier plus 4% von der Zeit wieder drauf machen. Dann würden wir immer in Einzelschritten mit einer Medaille bezahlen. Da wir aber hier 17% direkt bezahlen können, was ein bisschen mehr ist, als wenn wir das einzeln bezahlen. Also wenn wir jetzt 4% für eine Medaille haben, haben wir natürlich 16%, wenn wir das Ganze einzeln bezahlen. Und da würden wir so einen minimalen Bonus, sage ich jetzt mal, drauf bekommen von 1%, wenn wir das Ganze direkt im großen Pack sozusagen bezahlen. Das machen wir jetzt mal. Und jetzt seht ihr, jetzt steht hier nämlich wirklich wieder das Gleiche, so wie es halt eben vorher auch gewesen ist. Warum ich jetzt hier die 4% nicht zahlen kann, obwohl da 96% sind, das kann ich euch jetzt leider auch nicht sagen. Ich denke mal, vielleicht ist das so eine interne Rundungsgeschichte. Aber wenn jetzt hier 1% runtergehen würde, dann würden wir hier links wieder eine Medaille ausgeben können, um dann dementsprechend die Zeit wieder hoch zu pushen. Also da, wer noch nicht drauf geachtet hat, da könnt ihr dann, wenn ihr die Medaillen habt, immer am besten die rechte Seite nehmen. Da habt ihr dann sozusagen in Anführungszeichen einen minimalen Rabatt, in dem ihr dann alles direkt auf einen Schlag bezahlt. Ja, und das war's dann auch schon für heute. Ich werde euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen möchtet und dementsprechend aktiviert auch die Glocke. Ihr kennt ja den Algorithmus von YouTube. Leider wird trotzdem nicht jedes Video angezeigt, wenn man in Anführungszeichen nur abonniert. Am besten immer die Glocke noch drücken, damit man dementsprechend auch wirklich informiert wird über alles, was man sehen möchte. Solltet ihr dennoch das Gefühl haben, ich habe irgendwas vielleicht mal nicht hochgeladen, dann schaut einfach mal bei mir auf dem Channel nach. Ich mache immer ein Update, meistens am gleichen Tag oder sonst spätestens einen Tag später, sobald irgendein Update draußen ist. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen
meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!